Zur Musik muss ich sagen, da habe ich ein großes Glück gehabt, dass ich in Wien schon, wann war das? Ende 60, zufällig zu einem Prospekt gekommen bin, von, das war ESB, das war eine kleine Plattenfirma in New York. Und von dort habe ich damals geschickt bekommen, Albert Ayler, und also aus dieser Zeit. Und das war für mich natürlich schon maßgebend. Das hatte da kein Mensch kennt, ihm sogar gelacht drüber, über die vom Ayler, die Beatles zum Beispiel. Und dadurch habe ich da ziemlich konzentriert die frühen Anfänge des sogenannten Free Jazz, den Namen mag ich überhaupt nicht, aber es ist nur so verständlich, habe ich da, und das war für mich halt ein totales Konzentrat an Musik. Anfang der 80er Jahren habe ich zwei Schallplatten rausgebracht mit so einem präparierten Saxophon gemacht habe. Und ja, und mit dem habe ich mich halt auch zwei oder drei Jahre beschäftigt. Damals habe ich mir gedacht, ich mache nie mehr was anderes. Das sind alles Systemzeichnungen. All die Systeme sind eingebaut in das Saxophon. Ich meine, das ist jetzt schon so lange her, käme ich ja selber nicht mehr aus. So ähnlich halt. So. Das ist das Teil. Da sind so verschiedene Systeme drauf, wo in den Klappen allerhand integriert ist. Also ein Hacker ist drauf, vier Mikrofone sind drinnen und verschiedene Mundstücke, die auch präpariert sind. Das Ganze, da sieht man ja die Kabel, das Ganze gehört noch in ein Mischpult rein. Das sind meine Schallplatten. Da ist zum Beispiel, die ich Anfang der 80er Jahre gemacht habe, eine Vinyl, 500 Stück. Verkauft davon habe ich vielleicht 5 Stück. Also, es gibt noch viele zu kaufen von dieser tollen Schallplatte. Habe ich ein Tonband gehabt, so ein Handtonband, gell? Und das war immer super. Wenn ich dort durch den Tunnel gefahren bin, habe ich immer meine Schreiaufnahmen gemacht. Also das war immer total super. Und das habe ich mir daheim angehört und das habe ich dann noch, habe ich dann praktisch nachgemacht. Aber das hat mir immer so taugt und immer gleich eingeschaltet. Das war immer in der Nacht, war eh kein Verkehr, gell? Da gibt es noch eine Anfang der 80er Jahre, die ich gemacht habe, eine zweite Vinyl. Von hier kommt auch mein Alias-Name, Hebiach, die hat damals geheißen Hebiach, unaussprechbar, aber bitte Hebiach, k-k-k-j-tsch.
in den 70er Jahren habe ich mit zwei, aber da habe ich ja kaum irgendwelche Mittel gehabt, halt zwei Video, zwei Rekorder, mit denen ich so Mixgeschichten gemacht habe. Und deswegen habe ich mich Ende der 90er, Ende der 90er, ja, einen Computer gekauft, weil ursprünglich wollte ich nur Musik machen damit. Da spielen wir mal Stickel. Gleich, ganz cool, mitten rein.